Deine Schwester ist gestorben? Ja, mit 33 Jahren. Woran ist sie denn gestorben? Von Krebs. Echt? Oh, mhm. Scheiße. Ja. Und wie lange hat das gedauert? Sehr lange. Wir wussten, dass sie nicht sehr alt damit werden wird. Mhm. Aber als es dann soweit war, hat es sich doch nochmal ganz anders angefühlt. Viel extremer, heftiger angefühlt, als ich das so erwartet hatte. Also wie lange hat es denn gedauert, von dem, wo sie es rausgefunden hat, bis sie... Fast 10 Jahre. Echt? Ja. Also von 23 bis 33? Mhm. Scheiße, da haben ja. Seid ihr durch viel durchgegangen wahrscheinlich, ne? Ja, was auch ganz schwierig war, meine Tochter war ja noch so klein und sie hat das auch voll mitgekriegt und hatte auf einmal ganz große Angst, dass ich auch sterben könnte. Ja, klar. Was sie davor immer dachte, dass nur alte Leute sterben und nun gemerkt hat, das war ja meine jüngere Schwester, dass auch junge Leute sterben können. Hast du die gern gehabt, deine Schwester? Ja. Wir waren uns sehr nahe, auch gerade gekommen, als ich meine Tochter erwartet habe und dadurch, dass meine Schwester Ärztin war. Ach, die ist Ärztin und ist an Krebs gestorben. Das heißt, sie wusste dann auch so ungefähr, wie es so um sie stand und so. Ja, natürlich.